zweiter Satz bei Toni Matuka vom TSV Stahlen, der gleich aufschlagen wird gegen Hermann. Also haben sie sich doch anders entschieden. Hermann schlägt auf. Von TV Hüppelstein. Spielt in seinem allerersten Jahr Jugend. Da ist es natürlich ganz besonders schwer, den Anschluss zu finden an die Spitze im Bezirk. Aber Matuka meines Wissens auch. Ist auch, glaube ich, erst in dieser Saison aus der Schule A raus. Und er hat ziemliche Fortschritte gemacht. Seit seinem Vereinswechsel vom TV Jahnschwein nach Nürnberg, wo er hauptsächlich mit seinem Papa trainiert hat. Jetzt beim TSV Stahlen hat er natürlich hochklassige Gegner. Die spielen in der Oberliga. Und einen erfahrenen Coach, Nadine Stechner. Und bei Nadine Stechner kann man sagen, was man will. Er versteht, was vom Tisch drin ist. Er versteht was von Taktik, von Technik, vom Tischtennis Schach. Und damit kann man gerade Jugendlichen ziemlich viel helfen. Und dann kann man natürlich, wenn man mit Nobby Spöckner spielt, auch etwas über Rotation lernen. Über die dunkle Seite des Tischtennissports. So, das war's dann schon. Laut Coach Nobby Spöckner ist das der Top-Favorit des Turniers, so wie er bisher gespielt hat. Schauen wir mal, ob Daniel Probitz, sein Vereinskollege, etwas entgegenzusetzen hat oder vielleicht auch ein paar andere.